Ja, vielen Dank, Willi Willig. Wir bleiben jetzt dran am Thema Coronavirus und sprechen mit einem Experten, mit unserem Gesundheitsexperten. Das ist Joachim Palm, der ist gerade unterwegs. Deshalb bin ich mit ihm jetzt telefonisch verbunden. Hallo, Herr Palm, wie sind denn die Maßnahmen aktuell, die wir ergreifen können? Wie können wir uns prophylaktisch schützen? In der allgemeinen Bevölkerung sind natürlich die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum persönlichen Schutz sowie zum Schutz von anderen Personen vor der Ansteckung mit diesem Erreger eine gute und perfekte Händedesinfektion. Das ist übrigens ja im Allgemeinen sowieso ganz wichtig. Händedesinfektion und Händehygiene heißt, dass man zunächst mal seine Hand natürlich mit unter fließendem heißem Wasser mit Seife wäscht und anschließend einen Kontakt mit den Schleimhäuten im Mund, in der Nase und an den Augen vermeidet. Das zweite ist die korrekte Hustenetikette. Hustenetikette bedeutet, wir haben es früher gelernt, halt doch mal bitte die Hand vor den Mund. Das ist eigentlich genau der Fehler, denn dann werden die entsprechenden Erreger an der Handinnenfläche haften bleiben. Und wenn man dann eine Türklinke oder eine andere Person begrüßt oder vielleicht an einem Tisch oder einem Stuhl, hinterlässt man dann dieses Virus und damit kann es sich natürlich weiter verbreiten. Das sollte man also auch nicht tun, sondern in den Ellenbogen hineinhusten. Das ist die korrekte Maßnahme. Wenn man eine krankheitsverdächtige Person kennt oder sie trifft, dann sollte man 1 bis 2 Meter Abstand halten, weil die Dinge ja über Tröpfcheninfektionen, das heißt über das Sprechen, über das Husten von Mensch zu Mensch übertragen werden. Das sind die wichtigsten Maßnahmen, mit denen kann man sehr, sehr viel erreichen. Man sollte sowieso hier nicht in Panik verfallen. Wer die prophylaktischen Hygienemaßnahmen einhält, kann damit sehr viel erreichen, damit man dieses Virus nicht weiter verbreitet. Okay, die Hygiene ist also extrem wichtig. Wie sieht es denn in Sachen Mundschutz aus? Extrem viele Menschen greifen ja derzeit zum Mundschutz. Halten Sie diese Maßnahme für sinnvoll? Wenn natürlich eine Person akut eine Infektion in sich trägt, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn man dann eine Schutzmaske trägt. Aber das Robert-Koch-Institut hat also auch schon erkannt, dass es natürlich bei gesunden Personen nicht unbedingt dazu führt, dass man sich mit einer Atemschutzmaske vor der Infektion mit diesem Virus schützen kann, weil es natürlich viel zu klein ist und halt durch die Schutzmasken auch hindurch kann. Aber wie gesagt, wenn jemand infiziert ist, dann ist es schon durchaus sinnvoll, eine solche Atemschutzmaske zu tragen. Aber für gesunde Personen ist es sehr strittig, das sagt selbst das Institut, ob es denn wirklich helfen kann. Wenn man der Meinung ist, es tut mir gut und ich habe ein sicheres Gefühl, dann ist es okay. Aber es darf keinesfalls dazu führen, und das sagt auch das Robert-Koch-Institut, dass das Tragen einer Atemschutzmaske dazu führt, dass man ein solches Sicherheitsgefühl hat und alle anderen Hygienemaßnahmen nicht beachtet. Ja, vielen Dank, Herr Palm, für die vielen Informationen.